So, liebe Freunde, da sind wir wieder. Wir können jetzt einmal mit Bob sprechen. Die Zeit muss wohl vorbei sein, in der wir hier auf alles warten mussten. Ich hoffe, dein Junge hat getankt. Wie geht's, Jake? Ich hab leider schlechte Oh Nachrichten. no. Sein Körper hat das Implantat abgestoßen. Oh, Shit. scheiße. Weißt du warum? Nein. Vielleicht war es nur Pech. Vielleicht auch nicht. Jetzt ist es zu spät. Du hast getan, was du konntest, Vi. Das werden wir nicht vergessen. Oh, tut mir leid, Bro, ehrlich. Oh, ass. Okay. Aber wir haben nochmal ein Level up. Definitiv sollten wir das auch nochmal verwerten. Und zwar einmal nochmal in Konstitution. Wir möchten nämlich gerne mehr. Was ist das denn da? Nachladen beim Schießen und Rutschen. Erhöht den Nahkampfschaden um 10. Verringert außer. Nee. Erhöht die maximale Gesundheit um 15%. Das ist nochmal gut. Das nehmen wir mit. Ja. Gut, dann nutzen wir jetzt einmal den Schnellreisepunkt und werden jetzt einmal gucken, was mit dem scheiß Verkaufsautomaten los ist. Ist das das? Begibt die zum Service Point, genau. Wie ist denn das? Gut, dann gucken wir mal, was mit Brandon ist. Automat. Ich meine, sowas ist ja immer ganz witzig, ne? Solche Missionen, wo man dann ein bisschen. Wenn man dann so ein bisschen durch die Gegend geschickt wird für so ein Bullshit. Das ist ja irgendwie witzig. Ich meine, und wer weiß, was wir da kriegen, wenn wir diesem Brandon jetzt helfen. Vielleicht ist er hier. Oh, Digga, das ist Stacheldraht. Okay, da kann ich also nicht drüber jumpen. Das ist natürlich schon mal wieder verarscht. Foreign Buddy, do you feel the itch? Okay. Das hier ist das, der Service Point. Oh gut, dann schauen wir doch mal. Hallo. Wie kann ich helfen? Ich bin wegen Ich habe Brandon Brandon hier. gesehen. Der wurde wohl hierher gebracht. Um welchen Brandon geht's? Im Ernst? Ist die Energie am Boden, trink und du kannst Wälder roden. Oder wie der Spruch geht. Ach, diese SBEM, die sie vorbeigebracht haben. Der hat echt ein paar lustige Werbesprüche, oder? Aber hey, ich kann dich trotzdem nicht nach hinten lassen. Könntest ja was kaputt machen. Brandon ist aber was ganz Ich habe Besonderes. keine Ahnung, wie besonders Brandon ist. Ein Wunder der Wissenschaft. Ich würde alles darauf setzen, dass ihr noch nie eine Maschine mit so einer kognitiven Matrix gesehen habt, damit eine KI in so einem Ist ja kleinen. gut, bla bla. Du kennst dich aus und machst nichts kaputt. Geh ruhig zu deinem kleinen Wunder, während es ein Update bekommt. Was denn für ein Update? Na, was für eine schöne Überraschung. Das freut mich sehr. Sag bloß, du bist gekommen, um dich zu verabschieden. Was meinst du? Du wirst doch nicht verschrottet, oder? Du hast super viel Geld gemacht. Danke für das Kompliment. Aber genau hier liegt das Problem. Mein Modell wurde als unlauterer Wettbewerb eingestuft. Mein System wird gerade aktualisiert, damit ich nicht mehr so echt klinge. Meinem Boss gefiel das leider überhaupt nicht. Ich war den Leuten unheimlich. Ach, dummer Brandon. Warum habe ich ihnen Dinge über sie gesagt, die sie nicht hören wollten? Wenn jemand eine Therapie will, geht er zum Psychiater. Nicht zum Getränkeautomaten. Ich wusste, du bist keine Ich hab's mir normale schon KI. gedacht. Du bist keine KI, habe ich recht? Jedenfalls keine richtige. Die Prozessorleistung für eine echte KI mit freiem Willen ist enorm. Dein Chip ist dafür viel zu klein. Du hast ganz recht. Hey, du bist technisch wirklich versiert. Dein Coder verdient einen Preis. Bester Gesprächsalgorithmus, den ich kenne. Hast mich beinahe reingelegt. Du scheinst mir desillusioniert. Wer kann schon von sich behaupten, mit einer SBEM befreundet zu sein? Klingt verrückt, aber schön. Das Update ist bald abgeschlossen. Sag Theo, ich werde sie vermissen. Kann das Update nicht Du dachtest, abbrechen? ich wäre traurig, oder?
als wäre ich ein fühlendes Wesen. Eine echte Person. Lass mich dir meinen letzten Witz in der Stimme eines sterbenden Helden erzählen. Nur so kann man dem Tod ins Gesicht lachen. Also, wie wär's? Warum nicht? Schieß los. Könnte das Leben ein wenig erträglicher machen. Werd mir jetzt nicht sentimental wie... Du musst... weiterleben. Sag Theo, dass sie stärker ist, als sie glaubt. Kann ich das Update nicht einfach abbrechen? Keine Sorge, Brandon. Ich sag's ihr. Hey, wie? Wo war Johnny Silverhand, als... die Bombe im Arasaka Tower hochging? Keine Ahnung. Wo? Überall! Buchstäblich! Software-Update erfolgreich abgeschlossen. Leb wohl, Brandon. Ich werde dich vermissen. Sprich mit Theo. Na gut. Das ist sehr schade. Theo wird sehr traurig sein darüber. Gut, dann steppen wir mal zu dem Schnellreisepunkt hier vorne. Und reisen da mal schnell hin. So, Schnellreiseziel auswählen. Ab da hinten zu dem. Aber da müsste die The Brandon-Geschichte doch jetzt auch mal abgeschlossen sein, oder nicht? Wo ist er denn? Da ist doch Theo. Hallo. Und? Hast du ihn gefunden? Wo ist er? Kommt er zurück? Ich habe ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Ich soll dir ausrichten, dass du stark bist. Warst du schon immer. Das klingt doch gar nicht mal so übel, oder? Ich mache mir mal wieder unnötig Sorgen. Hä? Typisch. Immer muss ich vom Schlimmsten ausgehen. Brandon ist leider fort. Ich war zu spät. Sie haben sein System aktualisiert. Ist das etwas Schlechtes? Dein Brandon ist fort. Er wurde durch eine generische KI ersetzt, die in jedem Automaten eingesetzt wird. Ich soll dir ausrichten, er wird dich vermissen. Fuck! Ich meine... Danke. Der blöde Roboter war das Beste, das mir seit Monaten passiert ist. Weißt du, Brandon hat mir durch eine finstere Zeit geholfen. Es ist egal, was oder wer er war. Ich werde ihn auch vermissen. Und nu? Nur ein paar XP wahrscheinlich. Okay. Was denn da? Triff dich mit. Gäb's nochmal ein Auto? Ah, 155.000. Willst du mich verarschen, Alter? Wie ist das denn für eine Karre? 31, 52, 25, 16. Ja, Alter, ey. Das ist aber ein bisschen sehr teuer im Moment noch, ne? Dann können wir hier die Sachen noch kaufen. Aber erstmal nicht. Wir haben jetzt erstmal ein teures Auto gekauft. Ja. Freunde. Wir haben jetzt die Möglichkeit, noch ein paar Nebenmissionen zu machen und vielleicht noch ein paar schöne Sachen hier zu finden. Denn mit Takemura zu reden, reicht die Zeit wahrscheinlich nicht mehr. Da sollten wir uns wirklich absolut viel Zeit für nehmen, dass wir diese Quest auch wirklich von Herzen spielen können. Deswegen werde ich das jetzt nicht mehr anfangen. Das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge fangen wir an, mit Takemura, also mit der Hauptquest, weiterzumachen. Heute machen wir jetzt nochmal ein paar nette Nebenquests. Noch ein bisschen, vielleicht noch den einen oder anderen Fixer-Auftrag, um noch ein bisschen Geld zu verdienen.
Und dann, ja, gucken wir mal, wohin uns die Reise noch so führt. Ich meine, das Spiel hat ja auch noch unsagbar viel zu bieten. Wir sind ja noch lang weg nicht fertig hier, ne? Okay, also, was ist jetzt hier der Plan? Der Plan ist folgender. Wir machen jetzt diese Nebenquest. Und wenn da noch ein fixer Auftrag in der Nähe ist, nehmen wir den auch gleich mit. Damit wir hier gar nicht erst irgendwas verpassen, ja. Mal gespannt, dass diese da. Hallo River. Wie geht's dir? Kann ich klagen. Sag mal, hast du Lust zum Abendessen vorbeizukommen? Joss wollte unbedingt für die ganze Familie kochen. Klar, würde mich freuen. Da sag ich nicht nein. Okay, super. Dann sehen wir uns bei Joss. Klingt gut. Das sollten wir zuerst machen, Freunde. Dann haben wir wahrscheinlich diese River Quest nämlich auch abgeschlossen. Dann ist River Ward wahrscheinlich glücklich und Frieden und dann hören wir voraussichtlich erstmal nicht mehr von dem. Aber es war ja klar, dass diese Maiko versucht, alles zum Besten zu wenden und zu versuchen, das Cloud selbst an sich zu reißen. Ich bin froh, dass wir uns für Judys Weg entschieden haben. Jetzt ist nämlich Maiko... Maiko hätte diese Schreckensherrschaft wahrscheinlich einfach nur fortgesetzt. Jetzt sind die auf jeden Fall frei. Und werden wahrscheinlich gut behandelt. Und damit ist das Cloud auf jeden Fall sicher. So, dann schauen wir mal, was Joss da für die ganze Familie geplant hat. Ich muss mal hier runterfahren, ne? Genau, da hinten müssen wir hin. So. Die Wohnwagensiedlung. Ihr war's doch, glaube ich. Ja. Warte bei den Fässern auf River. Okay. Alles fließt vorüber. Okay. Huch. Oh, hi. Hallo Monique. Hi. Hey, wie geht's? Hallo. Das Timing. Kannst mir beim Kochen helfen? Oh, das wäre gerne. Was gibt's denn Leckeres? Jambalaya. Komm, du kannst das Fleisch umrühren. Oh, Sojafleisch? Okay. Okay. Ist das ein altes Ward-Familienrezept? Aha. Zwiebeln, Paprika, Thymian. Muss noch Sellerie und Knoblauch schneiden. Aber du rührst bitte weiter. Okay, ich... Ja doch, ich rühre ja brav. Besseres Jambalaya hattest du noch nie, ich schwöre. Die ganze Zeit gerührt. Ich will nicht die Stimmung versauen, aber was ist mit Peter Pan? Du meinst, ob ich ihn umgebracht habe? Darüber reden wir nachher. Na, kein Stress. Es ist nur, du weißt schon. Ich weiß. Ja, wie viel muss ich noch rühren? Werde ich mit rühren? Okay, ich glaube, du hast genug gerührt. Kannst du mal bitte den Reis herholen? Zu Befehl. Okay, wo finde ich denn den Reis? Aber wahrscheinlich ist Peter Pan noch nicht tot, wenn ich mir das mal so anhöre.
war schon immer so. Aber das hat bestimmt nicht geholfen. Ist? Mein Vater war ja auch kein einfacher Mensch. Ja. Hallo. Wie geht's dir? Das habe ich Ihnen auch gesagt. Ich rufe später zurück. Basmati. So schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Ich sollte mich bedanken. Sieht gut aus. Siehst gut aus, Joss. Findest du? Danke. Wie geht's Randy? Er ist noch im Krankenhaus. Unter Schock. Ist aber auf dem Weg der Besserung. Sehr gut. Hatte noch gar keine Gelegenheit, mich richtig bei dir zu bedanken. Alles gut. Ist vorbei. Es ist vorbei. Alles andere ist egal. Ich... Was du für uns getan hast. Wenn Randy nicht... Du schuldest mir nichts, Joss. Danke. Genau, Joss. River ist draußen. Er konnte es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Genau, Joss, du schuldest mir nichts. Alles gut. So, River, hier ist der Reis. Wo packe ich die Tomaten? Wo packe ich denn den Reis hin? Kann der Reis rein. Ah, okay, dann packen wir den Reis hinzu. Reis ist drin. Okay, das muss eine Weile köcheln. Veranda? Ja, gerne. Schnapp dir einen Stuhl und ein Bier oder so. Ist echt nett hier. Ja, oder? Ja, hat was. Irgendwie friedlich, als wäre nichts Schlimmes passiert. Sag mal, was ist jetzt mit Harris? Hab ihn im Krankenhaus besucht. Hm? Liegt er noch im Koma? Liegt er noch im Koma? Ja. Ein seltsamer Zustand zwischen Leben und Tod. Eine leere Hülle in einem Krankenbett. Einfacher Kopfschuss. Schnell und sauber. Dachte ich mir auch. Es wäre so einfach. Hab die Pistole an seinen Schädel gepresst. Dann fiel mir etwas ein. River. Der Tod meiner Eltern. Sicher, dass du es hören willst? Erzähl, was mit deinen Eltern passiert. Dad hatte eine Farm. Wie der Vater von Harris. Hat aber nicht genug verdient damit. Also haben meine Eltern einen kleinen Supermarkt aufgemacht. Haben direkt darüber gewohnt. Ein Geräusch hat uns nachts geweckt. Die Kasse unten war leer. Also sind die Einbrecher nach oben. Haben uns auf die Knie gezwungen und gefragt, wo wir das Geld verstecken. Ja, du musst nicht weiterreden. Du musst nicht weiterreden. Schon zu oft sowas gehört. Nein, aber es fällt dir schwer, darüber zu reden. Musst du nicht für mich. Okay, ja, du hast ja recht. Also, Harris, was hast du gemacht? Pistole an seine Schläfe und? Ich habe schon einige Menschen getötet, aber niemals so. Nie wie bei einer Hinrichtung. Bin schnell raus aus dem Krankenhaus. Für mich ist der Fall abgeschlossen. Sehr gut. Aber was jetzt? Zum NCPD gehst du nicht zurück. Vielleicht Privatdetektiv. Wer weiß. Mal sehen. Oliver, du wolltest mit uns spielen. Hast es versprochen. Okay, okay. Dann mal los. Wie? Machst du mit? Okay, was spielen wir denn? Was spielen wir denn, Onkel River? Siehst du gleich. Okay. Dorian, wir spielen. Ja, Big Trouble in Haywood. Hol dein Set. Was ist denn jetzt los hier? Was ist das denn? Oh, fucking no. Cool, aber... Und? Was meinst du? Was? Sowas wollte ich schon immer mal spielen. Wow, nette Wumme hast du da. Hey, keine Zeit für Ablenkungen. Dieser Abschaum entkommt sonst. Wer? Ihr seht ja cool aus. Na, aber wirklich, ey. Darf ich vorstellen? Captain Joanne McLean und Lieutenant Henry Callahan. Die mit Abstand besten Kommissare in unserem Revier. Die regeln das schon. Ich arbeite immer
Okay. Was muss ich über das Spiel wissen? Muss ich irgendwas über das Spiel wissen? Die Stadt ertrinkt in Verbrechen und Korruption. Auf den Straßen herrscht Chaos. Und auch wir sind keine Heiligen. Denn die Polizei wird von ihren eigenen Sünden heimgesucht. Die Lage scheint auswegslos. Denn niemand wagt es, ihm entgegenzutreten. El Chamuco en Diablado. Oh, der ist so fies. Aber wir können ihn besiegen. Der fieseste Fiesling aller Zeiten. Erinnert mich ein bisschen an Tiny Tinas Wonderland, ey. Alles klar, okay. Let's go. Dann mal los. Okay, unsere Aufgabe ist es, El Chamuco en Diablado zu finden und dabei seine Handlanger auszuschalten. Er wird für seine Verbrechen büßen. Wir spielen in zwei Teams. Wir zwei und die Kinder. Aber wir haben dasselbe Ziel. Das Team mit mehr Punkten gewinnt. Ihr habt keine Chance. Hey, wie? Mach mal langsam, okay? Was ist Ihr Lieblingsspiel? Okay. Lass die Kinder gewinnen. Okay. Ja, wir lassen die Kinder auf jeden Fall gewinnen. Da ist er, auf ihn! Die Stadt gehört mir! Ihr habt keine Chance gegen mich! Er ist schnell! Aber das Gesetz ist unter Achtung! Seine Handlanger! Das ist schlecht! Ich kann besser ziehen! Doch! Guck mal! Ja, wir haben drei. Nochmal, nochmal! Okay. Dann lassen wir die Kinder mal gewinnen. Riecht man von weitem. Still, zu still. Ach, wir müssen hier hin, okay. Ein Hinterhalt, sie haben auf uns gewartet. Komm, Arsch, zu viele Donuts. Ah, hinter uns. Bin ich dabei. Ja, den nehmen wir uns mit. Ach, da ist noch einer gewesen, ne? Aber cooles Spiel, Freunde. Wirklich cooles Spiel. Oh, wer bist du denn? Hä? Okay. Lass mal die Kinder mal gewinnen, ne? Ganz ruhig, Kellen. Ich kann nicht einen meiner besten Kommissare verlieren. Mach dir keine Sorgen. Was ein Scheiß, Freunde. Ey, wirklich, was ein Scheiß. Hier, komm, einen Punkt will ich auch noch machen. Aber die freuen sich auf jeden Fall, wenn sie gewinnen. Wir lassen sie auf jeden Fall gewinnen. Wir könnten das Ding hier easy, wir könnten die wirklich easy schlagen, so ist ja gar kein Stepper. Okay, Kiddies. Hier auch nochmal Gegner? Wenn ich schon, ne? Ah, ist ja wirklich 99? Das ist ja wirklich übelst lang dann. Sehr wild. Aber guck mal, wir haben die Kinder. Aber wir waren besser als ihr. Wir sind die Besten. Ihr habt recht, ihr seid die Krassesten. Sie hast gewinnen lassen. Sie hatten Spaß. Ach. Ach, kein Ding. Das sind tolle Kinder. Ich glaube, sie mögen dich auch. Stimmt, oder? Hey, Essen ist fertig. Ja, wir kommen. Sind schon da.
Die Bösewichte? Hä? Ach so, ja, die auch. Die auch. Ah, wild. Boah, das sieht aber richtig lecker aus, was sie da gekocht Mal haben. Sehen, ja. Ob es so gut schmeckt, wie es riecht. Die Arbeitslosigkeit tut dir gut, das sieht man. River genießt gerade das Familienleben. Familie und Polizei. Verträgt sich nicht. Endlich kann ich mal nachholen, was ich all die Jahre verpasst habe. Ja. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so unbeschwert gesehen. Und sind scheiß mal rein hier. Hast du hier Familie? Oder Freunde? Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Ich meine, ich habe doch Familie, ich habe doch... War früher Nomade, aber die Familie ist zerfallen. Gefühlt von einer Ewigkeit. Ich habe doch Panam und die Familie. Für mich ist nichts wichtiger als meine Kinder. Hm. Ich habe Fehler gemacht. In meinem Leben ist eine Menge schiefgelaufen, aber ich habe meine Kleinen. Hm, okay, erstmal nochmal reinhauen hier. Joss, kannst du dir mich als Vater vorstellen? Ich meine, ich sehe auch nicht gerade aus wie eine gute Mutter, also. Ja, wer sagt ja? Ich. Ich. Er hat selbst die Hand gehoben. Wie? Bist du mit jemandem zusammen? Rück raus mit der Sprache. Ja, ich bin mit Panam zusammen. Dann wäre das ja geklärt. Ah, tja, hau rein, River. 1199 hier. Verstärkung benötigt. Komm, ich rette dich vor dem Überfall. Ja, ich bin mit Panam zusammen. Danke, Joss. Ja, danke. Und denn jetzt noch? Das wurde gerade echt brenzlig. Wofür hat man einen Partner, hm? Als nächstes hätte sie dir alte Fotoalben gezeigt. Gib's zu, du hattest nur keinen Bock, den Abwasch zu machen. Stimmt. Also haben wir zwei gute Gründe zu gehen. Da wären wir. River ist cool, ich feier was den. Was genau ist das? Ein Wasserturm. Idealer Ort. Für? Ideal? Wofür? Trinken, rumhängen, reden. Hier lang. Tor klemmt wieder. Muss es mal reparieren. Ich helfe dir rüber, okay? Du machst es von der anderen Seite auf. Okay, dann so rum. Okay, klingt gut. Hopp. Okay. Okay. Weiter geht's. Steig den Turm hinauf. Die Gegend ist eigentlich nicht übel. Natürlich kein Blickfang, aber was soll's? Corpo Plaza ist es nicht. Nein, aber man kann hier leben. Gibt schlimmere Orte, um Kinder großzuziehen. Na, ja, das glaube ich. Randys Ärger mit der Polizei? Der kam ja nicht aus dem Nichts. Stimmt, aber Randy kommt ganz nach seinem Vater. Der hätte auch in einem netteren Viertel. Also für die Leute, die Französisch können, bitteschön, ihr seid gefragt. River, wird das heute denn auch nochmal was irgendwie? Ah, da kommt er, ja. Irgendwie mache ich hier alles kaputt gerade. Naja. Aber schick hier, I like that. Angeblich die schlimmste Stadt zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Hm. Aber die Skyline ist toll. Irgendwie beruhigend. Ja, mir gefällt's hier draußen. Abseits von allem. Weg von dem ganzen Chaos der Stadt. Erinnert mich an zu Hause. Hm. Ich hab was für dich. Was kommt denn jetzt? Meine Pistole? Warum das denn? Oh, wow. Warum das denn? Ich will diese Tür schließen. Diesen Teil meines Lebens hinter mir lassen. Dafür erinnert mich die Knarre an zu viel. Du hast mehr von ihr. Danke. Aber schieß dir nicht den Fuß ab, okay? Ich werde mir Mühe geben. Warnung. Das hat Joss Mann mal gemacht. Stockbesoffen. Genau hier. Wer
Dass das jetzt zu einem besonderen Ort für deine Familie macht? So in der Art. Zeit für den Höhepunkt des Abends. Oje, was kommt denn jetzt? Ja, safe, Alter. Was Starkes wäre jetzt genau das Richtige. Sehe ich genauso. Ach, River ist schon schwer in Ordnung. Okay. Na, nee, küssen nicht, weil wir sind mit Panam zusammen. Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Die Freundschaft. Nein, also wir sind mit Panam zusammen. Ich werde Panam in diesem Spielstand nicht fremdgehen. Mehr davon? Zwei Flaschen Whisky und ein Kasten Bier sollte reichen. Das werden wir ja sehen. Schnall deine Leber an. Es wird eine lange Nacht und ein langer Morgen. Na schön. Damit haben wir River wahrscheinlich abgeschlossen. Oh. Okay. Ich würde ja gerne mal wissen gleich, was seine Knarre so kann. Die ist bestimmt geil. Warte mal, können wir doch direkt mal nachgucken. Lol. Ist zwar ein Revolver, aber... ich kann den aufladen. Oh, warum nicht, ne? Anstatt der Pistole. Ja, nehmen wir Rivers Knarre anstatt der Pistole. River. Wir besiedeln den Mond, können aber immer noch keinen Kater heilen. Naja, war wenigstens ein schöner Abend. Ja, aber ich muss jetzt los. Hab Joss versprochen, sie zu Randy zu fahren. Ganz ruhig. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst, um gerade stehen zu können. Entschuldige dich bei Joss für mich. Wir sind gestern einfach so abgehauen. Und haben dann das Bad voll gekotzt. Ja, genau. Okay, grüß Randy von mir. Grüß Randy von mir. Mach ich. Bis dann, wie. Gut. Was denn hier? Randys alter Schlüssel? What? 10 Meter? Hier ist auch noch irgendwie was? Ach so, ja, klar. Hallo. Okay, Joss kommt auch an. Was war denn jetzt noch zu tun? Genau, wir wollten eigentlich noch eine Nebenquest machen. Machen wir auch noch, ne? Wir fahren da mal hin, mal gucken, was da passiert. Guten Morgen. Ich hoffe, ich störe nicht. Regenerator, denkst du dran? Sit. Was haben wir eigentlich noch? Warte mal, lass mich mal einmal in die Nebenmission gucken. Psycho Killer, genau, unentdeckt, das haben wir noch nicht. Können wir auch noch nicht machen. Okay, wir haben bis jetzt noch nicht mehr allzu viel. Judy wird sich wahrscheinlich auch nochmal bei mir melden. Mit ihr sind wir, glaube ich, noch nicht fertig, oder? Es fehlt ja noch dieses Abschlussgespräch. Oh, fuck. Es fehlt ja noch dieses Abschlussgespräch, ne? Was man noch so in der Quest immer hat, wo man dann... Ja, weil Judy ja auch eine Bekanntschaft ist, mit der man verkehren kann. Allerdings nur, wenn man selber auch eine Frau ist. Mit River hätten wir auch parkieren können, wären wir eine Frau gewesen. Deswegen habe ich das jetzt auch mit dem Küssen gar nicht erst probiert. Außerdem haben wir ja auch Panam. Und mit Panam möchte ich gerne eine glückliche Beziehung am Ende dieses Spiels führen. Nicht so, wie wir es bei The Witcher gemacht haben. Wo wir uns für Triss oder Yennefer hätten entscheiden können. Wir beide genommen haben und dann am Ende in einem Dreier gelandet sind. Der irgendwie schief ausgegangen ist. Das möchten wir hier natürlich vermeiden. Sam ist Panam halt eine coole Sau. Ich feier Panam, die ist echt nice. Ich feier die. Die ist wirklich cool. So, mal schauen, was mich da erwartet. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich irgendwas eher kurzes. Ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit. Ein bisschen noch. Dann muss ich auch schon wieder los.
Aber für eine Nebenmission wird es, denke ich mal, noch reichen. Würde ich mal sagen. Alter! Bodenwelle und da hebt er. Was hat Judy denn jetzt für mich? Hey Judy, was gibt's? Ach, du weißt schon, immer dasselbe. Bei dir? Oh, es gibt gute und schlechte Tage. Wie immer eben. Wolltest du nur wissen, wie es mir geht? Oder? Nicht ganz. Wollte ich um einen Gefallen bitten. Okay, dann schieß mal los. Schieß los. Mit dir wird's niemals langweilig. Interessante Leute langweilen sich eben selten. Kein Wunder bei der Gesellschaft. Aber genug rumgeschmalzt. Was gibt's? Ich verrate nicht so viel. Für diese Spezialmission brauchst du ausnahmsweise mal keine Waffe. Nur einen Taucheranzug. Ah, okay. Wozu der Taucher? Ja gut, wozu der Taucheranzug ist ja die Frage erübrigt. Wir gehen tauchen. Na gut, ich bin dabei. Aber ich muss dich warnen. Taucherkluft steht mir super. Der Damm hinter Rancho Coronado. Kennst du den? Mhm. Ja, was ist damit? Da steht ein kleiner, verlassener Bungalow. Triff mich dort. Bei Sonnenuntergang. Okay, ist das ein Date? Was? Keine Details? Keine Details? Was gibt's denn dort zu tun? Tja, mehr sag ich nicht. Wird eine Überraschung. Okay. Vertrau mir, es wird sich lohnen. Also ist es sowas wie ein Date? Okay. Ist das ein Date? Bist nicht mein Typ, Kumpel. Ja, siehste. Wir sehen uns dort. Bis dann, wie? Siehste, die ist nämlich, genau, die ist nämlich, die steht auf Frauen. Deswegen können wir das einfach knicken. Ich hab keine Karte. Hey, Rick, hast du eine Karte? Nö, hab mir Kippen draus gedreht. Und du, wo immer du hin willst, hier bist du falsch. Hast du gehört? Gibt nichts zu sehen. Also schönen Tag noch. Was ist denn im Aktenkoffer? Was ist denn im Aktenkoffer? Was, in dem Scheißteil hier? Wahrscheinlich nichts. Dosen? Oder Flaschen? Wer weiß. Hergeben, sofort. Gib ihn her, sofort. Hey, hey, ganz ruhig, Boss. Wir können uns doch einigen, oder nicht? Komm schon. Ich wiederhole mich nur ungern. Worauf wartest du? Gib ihn ihm. Glaub mir, du wirst das Teil eh nicht aufkriegen. Das werden wir ja sehen. Wo habt ihr ihn gefunden? Ich fragte, wo? In den Müllcontainern, da drüben. Oh, scheiße, Josh. Hör zu, wir waren das nicht, okay? Der Penner war schon tot. Ehrlich. Das glaube ich euch sogar. Ernst? Und ich dachte, ihr werdet voll die erstklassigen Söldner. Zieht euch. Okay, nehm ihn ruhig. Bleib einfach mal locker, ja? Okay. Dann wollen wir den nochmal öffnen. Scheiße. 1C, 55, E9. E9, wir sind drin. Sesam, öffne dich. Okay, gucken wir doch mal rein. Dateien. Mich doch einfach am Arsch. Den geöffnet. Sieh an, was haben wir denn hier? Perfekt. Ich glaube, das ist nicht gut, oder? Begib dich zum Absturzort. Dann fahren wir da mal hin. Mal gucken, was da jetzt los ist. Wenn wir das gemacht haben, dann ist die Folge an der Stelle auch vorbei. Ah, ich freue mich immer, Cyberpunk spielen zu können. Cyberpunk ist einfach geil, Freunde. Ist einfach ein geiles, geiles, geiles Game. Wir müssen hier bremsen. Bremsung, Freunde, Bremsung. So. Wie weit ist das denn überhaupt noch?
Ich fahre ab. Achso, wahrscheinlich müssen wir dann hier jetzt gleich wieder abbiegen, ne? Hier. Alter, du kannst mit der Karre echt querfeld einfahren. Es juckt das Auto sowas von überhaupt nicht. Das war wirklich eine Banger-Investition, die Karre, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Die absolute Banger-Investition, ne? Da sind auch Gegner. Oh shit. Also ich, das ist jetzt sehr ungünstig, was hier gerade so. Mal kurz laufen gehen gerade, ne? Ey, der Revolver von River, der ist schon nicht schlecht, ey. Boah, guck dich das mal an, ey, was das für ein Banger Moped ist, Alter. Bam. Alter, seht euch das an. Also wir könnten da auf jeden Fall nochmal was in die Handfeuerwaffen stecken, ne? Aber der Revolver, das ist schon echt ein Brummi, ey. Leco Mio. Okay, dann öffnen wir mal das Paket. Gucken wir mal, was haben die denn da Feines gemacht? Der Moment, der war. Was zum Teufel ist das? Das, wonach es aussieht. Brancesi 2021. Ohne Titel, Nummer 18. Öl auf Leinwand. Perlen vor die Säue. Echt, ey. Hä? Okay. Bist du jetzt Kunstkenner? Johnny Silverhand, der Kunstkenner. Gedacht. Ich nicht. Eine Ex von mir hat gemalt. Voll Psycho, wie alle von denen. Aber was er mein Pinsel gemacht hat, oh, nicht in Worte zu fassen. Bitte, versuch's erst gar nicht. Ich wollte gerade sagen, bitte erzähl mir davon nichts. Und was hatte das auf dem Mond zu suchen? Was hatte das auf dem Mond zu suchen? Was wohl? Irgendeine Bonze hat ihn sich an die Wand gehängt. Der halbe Louvre schwebt irgendwo im All. Warst du jemals da? Mit dem Kleingeld, das ich mit meinem Rumgejaule verdient habe? Träum weiter. Egal, lass uns abhauen, bevor Köpfe rollen. Was das Gemälde angeht, die Käufer werden in 0, nichts Schlange stehen. Okay. Haben wir das jetzt mitgenommen, oder was? Sieht wohl ganz so aus. Na gut, schauen wir mal. So, Freunde. Aber an der Stelle... Was? Mission aktualisiert. Space Odyssey? Ne, das ist das nicht. Aufträge. Was? Ne, ist auch nie richtig, ne? Na gut, müssen wir trotzdem hier nochmal rein. Wir haben nämlich nochmal, können nochmal Konstitutionen verbessern. Ne, kann ich nicht. Warum kann ich das nicht nochmal verbessern? Moment, ja doch, maximale Ausdauer verbessern ist schon... Ach, ich habe gar keine Attributpunkte, deswegen kann ich das nicht verbessern. Okay, liebe Freunde, das war's mit Cyberpunk 2077 für heute. Ich werde jetzt speichern und werde dann mich mal den wichtigen Aufgaben des Tages widmen, nämlich arbeiten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Cyberpunk 2077. Also haut rein!